Trophäe. Ja, hallo, bonjour und herzlich willkommen. Unsere Pressekonferenz ist heute wieder mal hochkarätig besetzt mit dem Bundestrainer Jogi Löw und Lukas Podolski. Und ja. Überragend. Der Lukas darf das. Ja. Was natürlich viele Fans und Zuschauer interessiert ist, warum hat der Lukas bis jetzt nicht gespielt? Ja, das würde mich auch mal interessieren. Warum? Ja, klar, ich denke, er hat sagen wir mal, Trainingsrückstand. Ja, das merkt man eben dann auch. Und trotzdem muss man eben dann auch sagen, natürlich tut es mir auch leid. Ja. Klar, das ist eben dann auch, man ist aber dann auch im Tunnel drin, dass man eben dann auch nicht weiß, wie man eben dann auch. Aber Lukas, ich versuche dann auch mein Verhalten auch zu ändern. Aber ja, manchmal kommen wir vor wie das Maskottchen hier. Aber ich bin nicht das Maskottchen. Ja, klar, aber 80% von euch und ich sehen es eben dann auch anders. Ja, klar. Aber du bekommst eben dann auch gegen die Nordirren, bekommst du deine 15 Minuten. Ja, eine Halbzeit oder wann? Ja, zum Beispiel. Jogi, wie stark schätzt du die Nordirren ein? Ja, ja, die Nordirren sind natürlich eine starke Mannschaft. Da muss man vorbereitet sein. Entschuldigung, der Jogi hatte jetzt das Wort. Der Jogi hat. Ja, ich denke, die Nordirren, klar, sind eben gut, aber die Südiren wären mir eben auch lieber gewesen. Oder die Nordgoten, die Westgoten oder auch die Ostgoten. Klar, aber ich schwimme eben dann gegen die Nordiren. Und Poli, jetzt kannst du vielleicht nochmal was sagen, was in der Mannschaft auch los ist. In der Mannschaft ist das kein Thema. Wir konzentrieren uns komplett auf die freien Tage. Und die Spiele nehmen wir halt mit. Es ist viel Reisestress. Wir müssen Bus fahren, fliegen. Ich bin bereit. Der Trainer macht letztendlich die Aufstellung. Aber das ist ja immer dasselbe. Boah, kann man nichts machen, ne? Ja, klar, aber man muss eben dann auch sagen, dass eben der Mario Götze auch die Position dann auch besser ausfüllt. Ja. Er spielt eben die faule Neun auch mit höchster Disziplin. Ja, ja gut. Aber ich meine, ich weiß gar nicht, was ich getan habe. Weißt du, ich komme noch hier zur Pressekonferenz, hau hier noch einen Knallergag mit den Eiern raus. Und was der Dank? Nix. Danke, Jogi Löw. Danke, Lukas Podolski. Ja, immer wieder gerne. Straßenkicker. Wir sehen uns morgen zur gleichen Zeit wieder. Danke sehr. Kommen Sie gut nach Hause. I wanna be a player who can win the trophy.